Hallo meine werten Kollegen und Schenker der Nichtverschiffung dieser beschissenen Marke hier. Nein, ich habe keine Werbung gemacht. Nein, ich doch niemals. Nein, wer sonst? Nein, ich mache das wirklich nicht. Wer sollte mir schon etwas schenken, das ich dann in die Kamera halte? So wirklich. Ich kleiner Knirps. Ja. Ich bin wirklich klein. Mit 1,70. Ja, aber das ist gut nicht zur Sache. Wir haben ja hier eine nette, wunderschöne schöne Behausung. Drei Treppen reichen leider nicht. Ich frage mich schon, was ich hier aufstellen soll. Alles mit Töpfen voll und dann Blumen reingießen, kippen oder was? Könnte ja hinkommen, aber hey, wieso nicht? So, hoch. Und schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Das war von der letzten Episode her. Da wann? Warst du ein bisschen ungeduldig, mein Freund? Ja. Du, werter Herr Zuschauer oder werter Herr Zuschauerin, gibt's ja alles. Bei mir sind ja von den Statistiken her, die angemeldet sind, bei YouTube schauen ja knappe, glaube ich, waren es 18-19% weibliche Zuschauer und das ist schon beängstigend, denn. Wieso? Weil sollen wir schon schauen? Und dann noch. Naja. Aber wir sind ja hier bei Gleichberechtigung angekommen. Nicht in allen Punkten, zum Beispiel bei Lohn. Das ist noch eine andere Geschichte. Aber ich bewundere gerade diesen wunderschönen, geilen Effekt hier mit der Sonne. Wie meine Brille theoretisch gesehen geputzt wäre. Aber ist sie nicht. Aber das seht ihr ja nicht. Ich sehe nur, dass überall Staubkörner drauf sind. Aber wenn ich hier auf das Game, wenn ich auf euch achte, das blendet man aus. Und ja, es ist beschissen, wenn das Haus hier verdeckt die ganze wunderschöne Morgensonne. Das heißt, eine Morgenbank dürfte ich eigentlich da drüben setzen oder so. Ja, ich denke mal, ja, kurz zack, zack, das sollte reichen. Windgeschützt, gerade kein Dach oder so. Vielleicht kommt noch eins drauf, das wissen aber nur die Götter. Na gut, das war ein kleines Hausprojekt von mir. Wenn es eventuell noch ausgebaut werden sollte, könnte man in die Kommentare schreiben, ob man möchte oder nicht. Aber das ist soweit gesehen eigentlich fertig. Ich glaube, die ganze Behausung hier könnte man abreißen und neu irgendwas. Weil der Eingang ist nicht gerade dolle hier. Man müsste mal, wenn wir wieder Zeit haben, ein bisschen mehr aufzunehmen und auch mehrere Stunden rausmachen könnten. Das dann auch wirklich dran basteln. Und das geht ja so nicht. Creeper. Bumm. Und wie man ja schon vor einigen, ich glaube zwei Episoden oder einer gesagt hat, man könnte hier ein Haus hinbauen. Das machen wir auch noch jetzt. Aber das Haus soll ja keinen Sandboden haben. Denn ansonsten können ja Würmer und so uns besuchen kommen. Sandwürmer sind nicht so geil im Essen und in den im Körper. Die können schon ziemliche Sachen verursachen. Oh, Sandstein. Die drei Sandsteine, gut. Haben wir schon was dazu gelernt? Sandstein ist ja also auch vertreten. Es müssten zwar Wolleboden? Wir haben Schafe, müssen aber eine Schere haben. Und da brauchen wir Eisen. Haben wir überhaupt Eisen noch? Ich weiß gar nicht, das ist so zu lange her. Ob wir Eisen haben oder nicht? Das ist wirklich eine gute Frage. Haben wir Eisen oder nicht? Wir haben gar keine Schafe. Wir müssen noch eine Schafsfarm machen. Was wollte ich holen? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Könnt ihr mich erinnern, was ich holen wollte in den Kommentaren? Dann kann ich es irgendwann mal noch in 2-3 Episoden wiederholen. Das war's jetzt. Bin verwirrt. Was? Wolle, genau, Wolle, Wolle war es ja. Stumpfdudel. So, was ich nicht hier. Edelmetalle, Kies, Sand. Da hinten haben wir noch Glas, aber mehr auch nicht. Doof. Doof. Das hier oben ist auch doof. Das reißen wir dann noch offscreen ab, wirklich. Aber jetzt mal wirklich offscreen. Hol doch jetzt mal wieder ein bisschen Holz. Für das Haus am Sand. Am Strand. Nicht am Sand. Brauchen wir Holz. Und. Nein. Komm. Inne. Wo ist die in der Höhle? Wo ist die in der verfickte Scheißhöhle hin? Oder wo ist die überhaupt? Das möchte ich auch noch gerne wissen, aber naja. So ist es halt mit den. Ach stimmt, wir hatten ja noch den Baum der unermesslichen. Ich bin schon durch. Den unermesslichen Ressourcen. Oder hält der nicht mehr so durch? Gehen wir mal nach oben, um zu sehen, was da los ist. Ach, haben wir noch jemand gefunden, hä? Jemand, der sehnlichst befreit werden sollte. Und wieso ist hier wieder... Gestrüpp nachgewachsen? Ach du. Meine Scheiße, sind noch. Wir sind hier höher als unsere Bauten. Aber. Was treibt denn dieser Baum an, dass wir hier so hohe Belastungen haben, fordern oder was? Mal so? Schlimmes Leben? Haben wir irgendwas getan für den Baum oder was? Ist der ein bisschen wütend auf uns, der Baum hier, dass es uns so viel beschert? Dann müssen wir es ja ausprobieren. Geht alles hier mit der Handkante. Alles geht mit der Hand. Oh, noch mehr Holz. Wir kriegen auch hier ziemlich viel Holz. Ist beschissen, ich sehe schon wieder Holz. Komm schon. Oh, ich habe aufgehört zu klicken. Oh Mensch, no. Nein, noch nicht. Das ist ein neuer Baum oder was? Haben wir mehrere Bäume in einem? Das wäre schon ziemlich cool. Oh, das ist auch noch ein Holz. Oh, das wird noch ziemlich viel hier. Lichtet sich der Baum jetzt? Und jetzt versteckt sich ja irgendwie noch ein Holzstück. Nee, der Baum flieht. Entflieht. Oh. Apfel. Apfel haben wir heute bekommen. Wie schön. Wie reizend. Von dem Baum. Wie haben wir hier uns hochgebaut? Aber jetzt wird der Baum langsam weniger hier. Ja, das lief schon alleine weg. Das heißt, es ist ein gutes Omen. Nee, der war im Wasser. Ja, meine guten alten Kollegen.
Es ist wirklich, in der heutigen Welt ist es so, dass jeder Mensch individueller oder sich von der Masse abheben möchte. Und das neigt leider dazu, oder was sag ich schon, leider. Ja, das ist halt eben so der Trend des Jahrhunderts oder des Jahrtausends oder der, naja, irgendwas. Aber langsam ist es doch schon beängstigend, was jeder so machen möchte oder auch haben will. Ich habe die Werkbank gebaut, um die nicht im Inventar zu tragen, sondern um die irgendwo hinzustellen. So, dann bauen wir hier doch einfach mal fröhlich die Sache hin. Ja, bauen wir doch gerade mal falsch, Herr Graf. Hä? Ja, genau. Ist doch alles Piepe Puppi, lalalalalulu. 3, 4. Reicht 4, nee, machen wir noch einen 5. Das klingt zwar, ist zwar beschissen, aber machen wir das gleiche System. Hier bei Holz. Vielleicht sieht es gut aus, vielleicht aber auch gar nicht. Machen jetzt auch so Teilsegmente wie beim Kackbau da oben. Vielleicht ist das ja auch eine Lösung. So, das heißt hier nach hinten und nach drüben. Das könnte schon klappen. Muss einfach irgendwie richtig zaubern. Hui! Autsch. Nun. Hey! So, setz dich! Also, nicht setz. Missverständnisse gibt's überall. Missverständnisse gibt's wirklich überall. Warte mal kurz. 1, 2, 3, 4. 4, okay. 2, 3, 4, 5. Zack, 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 zack. Ja, die Missverständnisse gegenüber anderen Leuten ist ja auch. Also was A sagt und was B versteht, ist ja nicht immer das gleiche und daher gibt es ja auch so viele Missverständnisse und so viele Auseinandersetzungen, Auseinandertretungen. Oh, jetzt haben wir kein Licht mehr. Versorgen wir. Hui, hui, hui. Ja. Ah, ist doch schön, oder? Einfach nur Ruhe, Gelegenheit und kein Mensch, der was sagt oder was vorschreibt. Aber so geht's leider nicht im Leben, so kommt man nicht weiter im Leben. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie arbeitsunfähig ist oder so, aus irgendeinem Grund auch immer. Und Faulheit gehört da leider nicht dazu. Gehört nicht dazu, das heißt leider, man sollte nicht faul rumgammeln und die Arbeit oder das Geld von arbeitenden Leuten bekommen, die für dich ackern. Da du ja theoretisch gesehen ja eigentlich auch ackern könntest. Aber naja, 3, 4, 5. So, da kommt hier hin. Das ist ja. Ja, schon. Ich will den hinsetzen. Das ist ja schon wieder ein bisschen unmenschlich, wenn man jemand anderes für sich arbeiten lässt. Aber das machen ja auch heutzutage in der Industrie eigentlich anders. Das ist ja auch wieder so ein Thema. Aber da bekommt man eine Entlöhnung. Und wenn du jetzt einfach nur nach Hause rumgammelst und IV-Bezüge oder was auch immer bist, dann hast du, sag mal so, im Start mal die Arschkarte gezogen. Denn er schreibt dir vor, was du machen oder was du haben darfst. Du musst im Minimum leben. Du darfst jetzt nicht irgendwie ein High-End, zumindest mal PC oder was auch immer haben. Vielleicht, ich weiß nicht, was man, wie man denn an den kommt. Vielleicht hat man ja irgendwas gewonnen oder noch geerbt oder so, das ist eine andere Geschichte. Aber der Staat schreibt dir, glaube ich, vor, wenn du Sachen bezogen oder Sachen beziehst, was du so eben haben darfst. Und das beschränkt sich, glaube ich, meines Wissens nach sehr, sehr gut, also sehr viel. Das beschränkt sich sehr eng und das ist ja auch nicht gerade das Ziel des Wunderlichts. Ja, hey, wir gehen nach Hause, denn es ist Zeit, um aufzuhören. Denke ich doch mal. Wir sehen uns dann bis in einer anderen Episode wieder, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Ich glaube, tschüss, das war's. Bis dann.